Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier zu einer kleinen Challenge zwischen Jonathan Appelt und mir, dem Peter. Hallo. Wir spielen Aces High 3, spielen in Anführungszeichen, und unsere Challenge ist es, einen Flieger in die Luft zu bekommen. Das ist eine ziemlich krasse Simulation und wir haben keine Ahnung, was wir tun. Ich weiß nicht, ob das hier richtig ist. Alter, das ist ganz komische Geräusche hier. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich hier drücke. Wahrscheinlich nicht. Ah. Das ist der Start. Doors are not open. Escape. Was ist der Quote Key, Peter? Was ist der Quotenknopf hier? Oh, ich bin im Geschütz, Junge! Aber ich kann nicht schießen. Alter, wir haben voll viele Geschütze. Ich habe voll viele Geschütze. Peter, jetzt sag mir nochmal, was der Quotenknopf ist. Was weiß ich denn? Das ist normalerweise, würde ich jetzt sagen, Quote ist Zitat. Also vielleicht Zitatknopf. Was ist denn der Zitatknopf auf meiner Tastatur? Do not move your controls. Move mouse or stick. The plane is set to auto takeoff. All you need to do is apply throttle. Peter, wie apply ich denn jetzt die Throttle? Mit W wahrscheinlich. Bei mir geht nicht mal der Motor an. Oder ist bei mir läuft der. Ich weiß aber nicht, wie ich das Throttle schnappe. Sitzt du links oder rechts? Take off, boys! Wieso passiert bei mir einfach nichts? Use Shift plus Sign. Jetzt starte doch mal, du Pisser. Was habe ich denn gedrückt, dass ich jetzt... Ach, Y, okay. Okay. Ich bin dir nämlich gejoint, so. Das war nämlich der Fehler. Natürlich. Ja, der fährt bei dir einfach los, oder was? Soll ich verarschen? Wieso habe ich keinen Sound? Was passiert hier? Nicht, wie kann ich abheben? Oh Gott, wie kann ich abheben? Peter ist in der Luft explodiert. Ja, der Stall landet ja. Oh. Was hast denn du gedrückt, du Arsch? Keine Ahnung. Peter, schießt? Schießt Alter, du gerade? Mein Lenkrad vibriert, wenn ich schieße. Sehr gut, ist ja nicht. People Alter, fly only Japanese. Wenn ich mein Gaspedal drücke, dann geht der eine Stick nach vorne. Und bei mir passiert nichts, wenn ich das Gaspedal drücke. Und wenn ich Bremse drücke, dann bewegt sich doch viel mehr. Autopilot, CMDR. LOL! LOL! Was hast du jetzt gedrückt? Die Kupplung! Welche Taste? Ja. Kupplung bei meinem Lenkrad! Keine Ahnung, was das für eine Taste ist. Ich baue mir jetzt mein Lenkrad hier. Jetzt geht es richtig ab hier. So. X. Auto Takeoff enabled. Use Shift plus Sign. Or mouse wheel full throttle. Ich starte! Wie? Oh Gott. Leck mich am Arsch! Wie? Ich habe mein Mausrad gedreht. Ich hebe ab! Was ist schön! Ich fliege umher. Fühlt sich so gut Schein, an. Scheint, hebst du wirklich ab, ey. Lalala, ich fliege. Kann ich hier noch höher? Irgendwie habe ich die ganze Zeit so ein Störgeräusch. Ich muss höher. Jawohl. Guck mal, hier ist das schön. Ich fliege einfach um Peter herum. Oh, ist das gut. Oh, was macht der denn jetzt? Oh, was macht denn der jetzt? Oh shit, ich stürze ab. Peter! Ich bin tot.
Lol. What the? Ich bin im Dschungel. Das ist nicht richtig. Ich hänge im Baum. Ich bin tot. Ich hänge auch ab. Heb ab. Was ist denn das für ein Quatsch? Heb ab, Junge. Aber meine Tastenbelegung ist nicht so geil. Jetzt habe ich jetzt keinen Sound. Jetzt habe ich das gleiche wie du. Oh. Jetzt hast du mit dem Sound hingekriegt, Peter. Gar nicht, keine Ahnung. Jetzt habe ich gerade wieder keinen Sound. Ich bin gecrashed. Das Spiel ist ein Buggy, Mann. LOL! Mein Motor geht aus. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was der hier macht. Ich flüche über Peter rüber. Yay! Würde ich jetzt gleich aus dem Himmel, mein Freund. Ja, also ich bin mal gespannt, als ob du den überhaupt gestartet kriegst hier. Was bei mir läuft, aber mein Tank ist schon halb leer. Und ich habe sehr krasse Turbulenzen. Was macht denn der Flieger da jetzt? Ich kann gar nicht mehr steuern. Hä? Steuern. Jetzt habe ich Game Sound, jetzt ist der viel zu laut. Oh, ich habe gerade einen gehört. Direkt hinter Peter. Wo bist du, du Sau? Ich bin direkt 130 Meter hinter dir. Wieso siehst du das? Ich seh dich auch! Bongo. Wir haben bestimmt ein paar Sachen. Da, ich seh dich! Boah, ich sollte das nächste Mal ein bisschen Bewaffnung mitnehmen. Alter, ich hab Bewaffnung dabei! Ich schieß auf Jay! Oh Gott, jetzt stürzt sich ab. Oh, schieß auf mich! Oh Gott. Wie kannst du denn schießen? Mit linker Maustaste. Oh Gott, oh Gott. Wie kannst du schießen, wenn ich... Oh Gott. Okay, ich nehme, alles gut. Tage ist out jetzt of Jay. Uff, ich bin Uff. Da ist Jay! Da ist Jay. Wo bist du? Oh Gott! Aber so schwierig ist halt gar nicht Flugzeugfliegen, ey. Nee, ist halt echt ganz schön einfach. Ich verstehe gar nicht, warum man als Pilot überhaupt so einen großen, guten Numerus Clausus haben muss, ey. Ich hab ja, echt? In meinen 2-2 habe ich den Flieger auch gestartet. Aber wir leisten uns hier ja sogar Dogfights, wenn wir uns irgendwann mal sehen würden. Ich weiß doch nicht, wo du bist. Aber ey, ich fliege ja mit meinem geilen Roter Baron-Flieger hier im Zanga herum. Hast du mich gefunden? Dass ich dich nicht hitte, ist ja wohl eine Unverschämtheit. Jetzt macht er einen harten Abgang. Kein Problem. You have shot yourself one time? Ich hab mich sehr gut getroffen. Sehr gut, Peter. Ey, wollen wir einmal versuchen, tatsächlich bis zum Gegner zu fliegen? Ich weiß ja nicht mal, wie man zum Gegner kommt. Ich auch nicht. Okay, wir fliegen jetzt hier mal über den Ozean und gucken mal. Okay. Warum steigt der nicht? Warum rechts ist die alte Tür? Okay, das hört sich irgendwie nicht gesund an. Aber ich steig einfach. Okay, ich bin direkt hinter dir. 1,9 Kilometer. Ja, das Problem ist, ich habe die ganze Zeit die Map offen, aber ich sehe tatsächlich nicht unsere... Also ich sehe nicht, wo wir sind. Ich weiß du nicht, musst ein paar Kilometer fliegen. Achso, das weißt du? Ah, bestimmt. Okay. Lehne ich mich jetzt mal zurück hier. Nicht ein paar Kilometer. Das steht hier irgendwo unsere Akte. Also, das klang aber auch nicht gut. Oh Alter, ja, was ich, machst du denn? Ich bin hinter dir, warum? Ich meine nicht dich, ich meine mein Flugzeug. Die Turbulenzis, Peter. Was für ein Kompass? Okay, das hört sich sehr komisch an. Ich glaube, mein Flugzeug fällt gleich auseinander. Ja, das, die Geräusche habe ich nämlich auch die ganze Zeit. Ich bin mir da nicht sicher, ob das gesund ist, was ich da höre. Aber hey. Also, Peter, wir müssen ungefähr noch so, ich sag mal, gute 10 Minuten fliegen. Nicht dein Ernst. Ich glaube schon.
Oh, ich habe den Kompass gefunden. Leck mir am Arsch. Ja. Und da sehe ich auch Land. Siehst du Land mittlerweile? Ja, ich sehe. Leck mich am Arsch, ich sehe es jetzt auch. Also, das ist aber nur die kleine Insel. Wo sind wir denn auf der Map? Sagen wir mal, ja, die keine Nummer. Ahnung, was da die Map ist. Da sehe ich so ein graues Flugzeug, da bin ich. Ja, jedes Viereck hat auch so eine Nummer. Ich trau mich, ich kann nichts vergrößern oder verkleinern oder sowas. Ich sehe das nicht, das ist zu klein. Irgendwas mit 11, 9. 10, 9, dann müssten wir ja. Alter. 10 sein. 10, 9. Mein Flugzeug hat gerade auch einen harten Abgang, also nicht einen Abgang gemacht, aber. Jetzt sehe ich auch das graue Flugzeug tatsächlich. Wie hoch bin ich jetzt eigentlich? 400 Meter? Altitude ist oben rechts, ne? Was? Altitude ist oben rechts. Ist das die Höhe? LOL, ich bin. Warum bin ich rot? Warum blinkt's jetzt bei mir? Was war denn jetzt? Vielleicht weil du dem Berg sehr nah gekommen bist? Nee, überhaupt nicht. Ist einfach mal eben knallhart rot gewesen. Okay, wenn ich. Ich verliere das Bewusstsein! Warum verliere ich das Bewusstsein? What? Hoch oder was? Ich hab keine Ahnung, Mann. Da oben rechts stehen auch die G-Kräfte. Ja, G-Schmäh, ey. Ich hab nicht mal die 2 gehabt, ey. Alter Peter, mach rum. Ich seh dich wieder. Leck mich am Arsch. Ach, wir sind immer noch nicht bei der großen Insel richtig angekommen. Ja. Ich fliege immer noch über die kleine Insel. Alter, Vater. Ich sehe jetzt Bäume. Das dauert ja wirklich 100 Jahre. Warum reden die über uns? That two planes in 11-8 or run? Warum reden die über uns? Ich dachte, wir sind da. Wir sind doch gerade 11-8, oder? Nee, sind wir nicht. Ich bin 10-10. Gerade, glaube ich. Nee, stimmt. 8-11, jo, du hast recht. Die reden über uns im Chat, Peter. Achso, 8-11 sind wir, nicht 11-8. Achso, okay. Wie kannst du denn überhaupt steigen? Ja, steigen macht er automatisch. Ich kann quasi nur, wenn ich Gas gebe, dann geht meine Nase runter. Das heißt, ich muss immer so Halbgas geben die ganze Zeit. Und mein Flugzeug wird die ganze Zeit nach rechts fliegen. Das heißt, ich muss auch noch nach links lenken. Alles klar, das ist komplett logisch. Ne. Ich werde einfach von Minute zu Minute, wo ich in diesem Spiel bin, müder. Ja, das ich gehe nur noch vor mir hin. Aber ich habe jetzt den Berg geschafft, fast. So. Dann in diesem Tal drin. Okay, dann drehen wir mal ein bisschen links rum. Dann gleich rechts. Das ist eine Landebahn! Ja. Ich bin zu einer verfickten Landebahn geflogen, um die anzugreifen, oder was? Ich weiß nicht. Alter. Was will ich denn jetzt hier? Ich flieg doch jetzt nicht noch zur nächsten Base. Ja, kannst du aber mal schön. Ja, das ist mir scheißegal. Ich lande da jetzt. Du landest. Die schießen auf mich! Aha! LOL! LOL, was? Mein Bildschirm ist kaputt. Nicht mein Bildschirm, mein Glas. Ich sehe nichts mehr. Ich hab einen harten Hit, Peter. Peter, ich blute. Ich hab überall das Blut. Peter, ich stürze ab. Peter, ich verliere das Bewusstsein. Peter. Ich bin noch nicht beim Schauplatz angekommen. Peter, ich hab schon das Bild. Oh, der tönt sich nicht gut. Peter, ich bin tot. Ja. Ja. Das war zumindest meine Aufnahme von Hangar Scheiße 3 oder wie das heißt.
Aces High 3. So, da sehe ich den anderen, das andere Flugzeug sehe ich da, glaube ich. Böse, grade. Pass auf. Ja, sehe ich nicht, scheiße. Sehe ich ihn da? Dazwischen den beiden Bergen meintest du den den Flughafen oder was? Ja. Mein Motor ist aus. Jetzt habe ich nicht. Nein! Mir ist jetzt mein Fuel ausgegangen. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Okay, Notlandung! Nicht auf mich schießen, Leute. Ich habe doch kein Fuel. Nicht auf mich schießen. Ich habe kein Fuel. Nicht auf mich schießen. Nein, nicht auf mich schießen. Ich muss doch nur notlanden. Notlandung geglückt! Jetzt werde ich hier die ganze Zeit beschossen und kann ich machen. Kann ich bitte aussteigen? Ich würde gerne aus dem Flugzeug aussteigen. Okay, jetzt bin ich tot. Naja, wunderschönes Spiel. Aces High 3. Danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.